Ich bleib da nur bei diesen Glases. Okay. Macht wie viel? Wie viel macht das? Was bist du denn für ein Putziger? Können Sie die da mal anziehen, Herr Eick? Was ist das? Machen Sie mal rechts mal an. Herr Olaf. Ja. Ich bräuchte so einen Magnetring. Der letzte ist ja flöten gegangen. Dürfte ich Ihnen vorher noch etwas sagen? Ich möchte noch kurz das Buch kaufen. Ja, wenn wir gerade dabei sind, meine grüne Rüstung. Ja. Es ist so, ich hab's noch nicht angefangen. Mach ich Ihnen noch. Dann machen Sie mir bitte erstmal so einen Magnetring. Jo. Don't leave. Was war das? Wenn Sie meinen Hund anfassen, werde ich wütend und die Götter beschwören einen Blitz. Herr Olaf? Olaf? Ja. Bitte kurz ein Buch. Ein Buch kommt sofort, du kannst mir gleich mal 2 Coins geben. Danke für die wunderschöne Rüstung. Toll, jetzt brauche ich noch diesen Ring. Ich suche mir jetzt so einen Magnetring. Der wird hier bestimmt noch irgendwo einen haben. Ist das Ihr Ernst? Was? Sie haben ihn gerade die Rüstung geschaut. Nein, das ist meine. Ich warte schon seit Ewigkeiten da drauf. Das ist eine private Rüstung. Das wissen Sie. Da steht nicht privat. Die Rüstung, die er da steht hat, sind seine privaten. Außer er sagt, dass Sie sich die nehmen. Moin? Ja. Schrecken Sie mich nicht so. Könnten Sie bitte die Rüstung wieder hinlegen? Erst wenn ich mit diesem Magnetring habe. Ansonsten behalte ich diese als Pfand, weil Sie meine noch nicht fertig haben. Weil ich habe. Sie haben mir kein Limit gegeben. Ja. Doch. Wann? Warten Sie, für was? Für den Ring oder für die Rüstung? Rüstung. Ich möchte mir noch kurz das Buch holen. Doch, sofort. Ich hasse Olaf. Warum? Bitte kurz ein Buch. Ich baue Ihnen den Ring nur, wenn Sie die Rüstung jetzt da wieder ordentlich hinlegen. Komm mit. Ich hänge die Rüstung erst dahin, wenn Sie mir den Ring geben. Ausgezogen habe ich sie ja schon. Ich mache Ihnen Hunger. Dann, jetzt dürfen Sie mir Hunger machen. Wenn Sie das bitte wieder reinlegen. Jetzt machen Sie mir mal bitte so einen Ring. Ja. Wieso? Das will nicht. Sie müssen erst den Stand angucken, bevor Sie da. Mach ich doch. Und dann müssen Sie das rein. Ach, jetzt. Hä, aber die Mütze geht nicht rein. Sie sollten ja auch nicht schüchtern, sondern Sie sollten es reinlegen. Die Hose geht auch nicht rein. Den geben Sie mal her. Da, die zwei Sachen gehen nicht rein. Doch. Hä? Reinlegen. Naja, hab ich ja gemacht. Haben Sie nicht? Doch. Fehler durch Anwender, würde ich da sagen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich dafür nochmal alles brauche. Sternschnuppe, ich wünsch mir was. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz zu mir und ich hoffe, wenn ich wiederkomme, ist der Ring fertig. Ja. Herr Eick?
Ja. Erstens, wenn Ramon meine Vertretung ist, Herr Darko ist meine Vertretung. Zweitens, Herr Olaf ist dumm. Er ist so inkompetent, mir Essen zu geben. Ich bin jetzt gestorben wegen ihm, hier in der Zelle. Musste dann selber zurück zum Knast laufen, weil er keine Wache hier gelassen hat. Musste dann selber wieder in meine Zelle und mich selber wieder einsperren. Naja, man kann auch von anderen Sachen überleben. Nein, das da kann ich nicht essen. Es besteht aus Essen. Versuchen Sie es einfach mal. Ich mache Ihnen gleich den Professor auf dem Magnet drin. Bitteschön. Dankeschön. Das macht dann, ich habe ausgerechnet, also, eine Mana-Linse, 4 Mana-Steel-Ingots, also schon mal 4. Iron-Ingot 5, Gold-Ingot 7. Der Ring dann an sich, dann 1, 2, 3, 4 Mana-Steel, das sind dann 11. Und dann das Terror-Steel, das macht dann 18, bitte. Gehen Sie sich das beim Herrn Ben holen? Sein Ding hat mein Geld geschluckt. Sein Kessel. Nein, dann holen Sie sich das Geld von ihm, aber bitte bezahlen Sie mich Wie jetzt. Viel kriegen Sie? 19. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Ach, und Ihre Kacke können Sie behalten. Warum ist die auf einmal Kacke? Und wo kommt sie denn? Ja, ich frag mich, wie die in meinem Haus gelandet. Ach, vielleicht hätten Sie sich bei Luca vielleicht ein Klo machen lassen sollen, bevor sie mir rausgeschissen. Herr Tobias! Sammeln Sie Ihren Müll wieder auf. Okay. Herr Tobias, sammeln Sie Ihren Müll wieder auf. Also das ist ja wirklich unverschämt. Da stehen wir hier vor allem, bitte ohne Rüstung und Schwert eintreten. Was ist denn da drin, ne? Das wird die neue... Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Das wird die Kneipe. Interessant. Schon die Kneipe heißt so goldenen Kartoffel. Sehr interessanter Name auf jeden Fall. Sie singen ja die Öffnungszeit.